Grüße euch alle zur neuen Folge 9:1. Daniel, grüß dich zu deinem eigenen Podcast. Hi, grüß euch. Heute ist mal ein bisschen verkehrte Welt. Ich werde Daniel interviewen. Und zwar gab es ja vor ein paar Wochen, ich glaube im November war es, gab es eine Folge Punk und Politik mit Kalle von Instinct of Survival und Tom und von Nasty Matter. Genau. Ja, heute wollen wir das noch ein bisschen vertiefen, so vielleicht so ein bisschen ja, so politisch mehr ins Detail gehen. Genau, meine Intention war so ein bisschen, sorry, dass ich da gleich loslege, meine Intention war so ein bisschen, da habe ich mit zwei Typen, da haben wir so ein bisschen als Punker auf die Sache geguckt. Und jetzt möchte ich als politischer Mensch drauf gucken, als Kommunist. So, was heißt das eigentlich? Weil es ist doch zumindest eine Szene, die aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus etwas, einen rebellischen Charakter suggeriert. Und da lohnt es sich mal drüber zu reden, so wie viel ist davon noch übrig? War er jemals da und was heißt das eigentlich? Ja, große Fragen. Dann fangen wir doch gleich mit der Frage nach dem Warum an. Warum sollen wir in einem Podcast, ja, in einem politischen Podcast über Punk reden? You tell me. Tatsächlich deswegen, weil eben, es ist nicht die einzige Subkultur, der es so geht, aber weil der Punkrock sich selber als Subkultur unheimlich politisch gibt und auch immer meint, ein schlechtes Gewissen zu sein, so Antifaschismus, Systemkritik und sowas. Und das ist halt, also selbst die etabliertesten aller Punkbands, jetzt abseits vom amerikanischen Pop-Punk, der so ein bisschen sein eigenes Biest ist oder so, aber so selbst da solche Leute wie Green Day und sowas mit American Idiot oder sowas, so man möchte politisch verstanden werden. Und dann nehme ich sie ernst. Okay, gut, dann verstehen wir euch mal politisch und dann schauen wir mal, was von euch übrig bleibt. Ja, okay, und es ist ja generell so, um über irgendetwas reden zu können, müssen wir erstmal klären, was der Gegenstand überhaupt bedeutet. Mhm. Deswegen, also zur großen Frage, was ist Punk? Und ja, wahrscheinlich wird seit 50, 60 Jahren über diese Frage philosophiert. Und ja, wenn man 10 verschiedene Punks fragt, kriegt man, weiß ich, 15 verschiedene Antworten. Was ist deine Antwort? Versuche es mir ein bisschen einfacher zu machen, weil tatsächlich ist es am Ende des Tages so, Punk, das stimmt, ist erstmal eine Musikrichtung und dann eine Subkultur und da gibt es ganz, ganz viele bunte Facetten. Es gibt aber halt doch auch eine gewisse Gemeinsamkeit und die Gemeinsamkeit ist so, Punk ist eine Entwicklung, die aus dem härteren Bluesrock kam, da spricht man auch von Proto-Punk und sowas, das sind dann so Bands wie Edgar Broughton Band und sowas und vor allem für mich ist das so der Beginn der Punk-Zeitrechnung, MC5, Wayne Kramer, kürzlich verstorben, also Ruhe in Frieden. Da wurde der Bluesrock entgegenläufig der Jazzrock-Richtung und der Psychedelic-Rock-Richtung, er wurde primitiver, er wurde gröber, er wurde brutaler, er wurde sinnlicher auch ein Stück weit und dann kam es halt so, wie gesagt, MC5 oder auch ganz wichtig Iggy Pop mit den Stooges, woraus dann später so ein bisschen von der Attitüde her auch die Ramones wurden. Der Begriff Punkrock, ich habe mal gelesen, dass der aus einer Rezension zu einem Album von irgendeiner Band ist, deren Name mir jetzt gerade ehrlich gesagt entfallen ist, die aber auch nicht jetzt groß als die Punk-Ikonen kennen, gelten. Aber so ab den, würde ich sagen, so ab den 70er Jahren, relativ zeitgleich zu Heavy Metal, spricht man dann auch von Punkrock und gab dann auch, wie gesagt, mit vor allem halt Iggy Pop, den Ramones und ein paar anderen Bands, später auch die Sex Pistols, gab es halt einfach auch sehr, sehr populäre, sehr breit aufgestellte Rockstars, die sich halt dem verpflichtet haben. So halb nerdig, aber für mich halt wichtig ist, so richtig interessiert an der ganzen Nummer. Ich bin eher interessiert an dem, was davor war, MC5 von Edgar Broughton Band. Und dann steige ich eigentlich eher so ab späte 70er wieder drauf ein, als es dann die zweite Welle kommt. Dann bin ich halt Team Discharge, Dead Kennedys etc. Da fange ich dann an zu glühen. Ganz kurz noch, es zeichnet sich dadurch aus, dass es halt, wie gesagt, es ist eine primitive, eine laute Musik, ja, die halt viel Geräusch machen will. Und die auch so wenig auf Virtuosität und wenig auf technische Raffinesse Wert legt. Ja, ich glaube, das ist nicht falsch. Genau, also zumindest in den Ursprüngen. Ja, mittlerweile gibt es ja auch so sehr hochproduziertes Zeug an Punk. So, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte dann. Aber ja, ich denke auch so ein Feature, was so ja, einend ist, ist einfach so, ja, das ist gegen das System, fuck the system. Und das ist was... Am Ende boil it down, that's what it is. So, was würdest du sagen?
Was ist Antisystem am Punk? Kann man das überhaupt so sagen? Das ist halt eine Frage, da leitet sich schon wahnsinnig viel von ab. Weil, wenn du zum Beispiel diese frühen Blues-Rock-Bands nimmst, die sind halt auch Kinder ihrer Zeit. Das heißt, also man hat schon mit dem Vietnamkrieg etc., man hat schon was, wogegen man konkret ist. Man hat auch so ein gewisses Verständnis dafür, dass man antimilitaristisch ist und vielleicht auch sogar schon so in Grundzügen antiimperialistisch. So bei den MC5 zum Beispiel, bei ihrem ersten Album Kick of the Jams oder sowas, da ist am Anfang eine richtige politische Rede drauf. Die ist sehr schön zu hören und da wird auch schon klar, die meinen es schon ernst, aber am Ende des Tages, was sagen sie? Sie sagen, dass man sich überlegen muss, ob du Teil des Problems oder Teil der Lösung sein willst. Das ist schon mal ganz gut und ich weiß auch, dass die MC5 politisch auch ganz fit waren. Aber für die meisten anderen Bands war Punkrock eher ein Aufbegehren, ein individuelles Aufbegehren, das eher mit 68 und deren Revolte in Anführungsstrichen vergleichbar ist. Da ging es eher um ein Aufbegehren gegen eine bürgerliche Enge. Also es war nicht so, dass man gesagt hat, so hey, das System ist voll scheiße und wir werden ja alle ausgebeutet und Lohnarbeit ist des Teufels und wir müssen das irgendwie ändern, sondern es war so, ich passe in dieses System nicht, dieses System lässt mich, und das ist halt auch ganz wichtig, der Freiheitsgedanke ist ein ganz wichtiger Gedanke im Punkrock, so das System macht mich unfrei und ich breche da jetzt aus. Mhm. Ja, und aus dieser Ausbruch ist halt nicht zwingend eine saubere politische Analyse, sondern das ist halt in erster Stufe mal, dass Iggy Pop nackt auf der Bühne steht und seinen Dödel in der Gegend rumschwingen lässt. Mhm. Und das hat ihm tatsächlich auch, und das muss man ja auch ernst nehmen, das hat ihm ja auch Anklagen wegen Obszönität und all solche Sachen eingebrockt. Das ist ja nicht so, dass da nur wohlmeinend genickt wurde, so ja, lassen halt tanzen nackig, sondern das hatte damals schon eine Resonanz ausgelöst. Das ist halt die Frage, was für eine Resonanz und wie sehr wird eigentlich das System dadurch hinterfragt, wenn du sagst, ich will jetzt meinen Dödel auf der Bühne sehen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das auch die Krux des Ganzen. Also, wenn ich halt das System nicht definiere oder nicht verstehe, wogegen ich bin, sondern nur meinen eigenen Impulsen folge, dann bist du halt auch offen für katastrophale Fehlannahmen. Mhm. Aber da kommen wir später nochmal zu. Also ich möchte nicht sagen, dass der Punkrock nicht von Beginn an sich einen politischen Gestus gegeben hat und bei manchen Bands auch durchaus ernstzunehmend, aber am Ende des Tages wollten sie Bürgerschreck sein. Ich möchte das auch jetzt nicht irgendwie abwerten und sagen, das finde ich scheiße oder sowas. Ich finde das ja super sympathisch. Es ist halt nur die Frage, wie viel Politik ist im Bürgerschreck drinnen? Und da ist zum Beispiel, kann man sich auch jetzt als kleine Untermauerung, kann man sich auch angucken zum Beispiel, wie unterschiedlich ist es im Punkrock in den USA und zum Beispiel in England. Weil tatsächlich in England der Punkrock, gerade die zweite Generation mit Discharge, GBH und UK Subs und sowas, die ja wirklich eine relativ starke und auch konkret formulierte politische Komponente hatten. So Warhead von UK Subs, Discharge, die ganz offen antiimperialistisch, antimilitaristisch aufgetreten sind. Und dann was hast du in den USA? In den USA hast du halt dann so Pipi-Kaka-Heroen wie Gigi Allen, ja? der halt darüber singt, wie er seine Frau verprügelt und dass Jesus scheiße ist und dabei auf die Bühne kackt. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es keine Resonanz darauf gab. Es ist halt dann auch wieder so die Sache, Ziel erreicht, aber welches Ziel? Ja, Bürgerschreck. So, die Leute regen sich über mich auf. Worüber regen sie sich auf? Darüber, dass ich auf die Bühne kacke. Sie regen sich nicht darüber auf, dass ich das System, in dem sie leben, grundlegend hinterfrage. Das nehmen sie zwar so wahr und schreien dann Obszönität oder sowas, aber das ist dann eher ein kulturelles Ereignis, wo dann auch so ein, sagen wir mal, ein kultureller Trend auszumachen ist. Wenn du heute auf die Bühne scheißt, zieht keiner mehr die Augenbraue hoch. Das hat das System einfach... Wann hast du das letzte Mal gesehen, dass bei der Punkshow jemand auf die Bühne geschissen hat? Tatsächlich bei einer Punkshow nicht, aber so im Performance-Art-Bereich passieren manchmal Zeiten und Wunder. Aber das ist halt auch wieder so ein gutes Beispiel. Und da werden wir auch nachher noch mal länger drüber sprechen. Das ist sowas, es ist so, ich verstehe den emotionalen Brass, sich halt auch so möglichst gewaltvoll auszudrücken. Ich meine, auch die Wiener Aktionisten, die haben sich dann während einer Vorlesung mit der österreichischen Fahne den Arsch ausgewischt und darauf gevögelt und sowas. Also das ist für einen 60er-Jahre Österreicher Nationalisten ist das schon wow. Ja, ist halt die Frage, wie viel Kritik am Nationalismus ist da drin. Und heute sind die Akteure dieser Kunstbewegung, des Wiener Aktionismus, sind Kulturgut, sind in den nationalistischen Geist Österreichs integriert und genau das Gleiche ist dem Punkrock halt irgendwie ein Stück weit auch passiert. Sie sind integriert worden in einen gewissen Gestus, in eine gewisse Haltung. Aber da reden wir nachher noch mal im Detail drüber.
Okay, also können wir erstmal festhalten, Punk ist zumindest was, ja, irgendwie den Spirit so ein vom Punk ist erstmal Anti-System, fuck the System. Kurz Zwischenfrage, gehört zu diesem System, ja, du hast Nationalismus angesprochen, gehört der Nationalismus dazu, gehört da Kapitalismus dazu? Ohne jetzt noch nicht direkt so ins Detail zu gehen, aber findest du, dass es von Anfang an auch schon irgendwie so den Anspruch hatte, antinationalistisch, antikapitalistisch zu sein, oder hat sich das dann irgendwie entwickelt, oder wie findest du? Ich glaube bei einigen schon. Ich glaube bei einigen schon. Und ich meine, ich hab den Scherz schon mal gemacht. Ich habe gemeint, mit 16 grölst du, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Und du hast noch keinen Begriff, was Deutschland ist und wie du leben willst, weißt du auch noch nicht. Und dann kommt halt dieser Scheideweg, den halt viele Punker auch durchmachen. Die meisten enden dann auch ganz grauenvoll im Psychobilly. Spaß beiseite, nein, aber auch politisch wird sich dann halt gefragt, so, ist das zu vulgär, ist das zu primitiv? Und ja, es ist tatsächlich vielleicht zu primitiv, aber tatsächlich, und das finde ich interessant, wenn man dann so Theoriebildung hinter sich hat, sage ich jetzt mit 40, Deutschland muss sterben, damit wir leben können, und ich weiß aber warum, und genau, und das hat, für mich ist das ein Weg, der in mir stattgefunden hat, aber, und das kann ich halt auch ganz deutlich beurteilen, nicht nur anekdotisch, sondern auch wirklich, wenn man sich die Leute anguckt, so, das ist kein Weg, der konsequent im Widerstand gegen das System endet, sondern im Gegenteil, der kann im Widerstand gegen das System beginnen. Und weil man eben keinen Begriff hat, was meine ich denn immer am System und was schmerzt mich denn am System, kann es durchaus sein, dass man sich in eine Richtung entwickelt. Und da kommen wir nachher noch drauf, mein absolutes Hassobjekt. So, solche Bands wie die Toten Hosen, wo dann halt so ein Dude sagt, ja, so, ja, das mit der Wehr, ich habe damals verweigert, heute würde ich das nicht mehr machen und sich quasi für die Wehrpflicht ausspricht. Lass Das uns ist das so. kurz darüber reden. Ich Ja. weiß nicht, ob das alle wissen. Du spielst Campino an. Ja, natürlich. Also, was meinst du? Ja, Erzähl die Anekdote, erzähl die Geschichte. Campino ist halt, ist rein von dem Auftreten her, ich meine, auch die Ärzte bezeichnen sich noch als Punkband. Ja? Kann man jetzt halten, wie man will. Die waren zum Beispiel nie wirklich politisch. Ja? Die haben hier und da mal einen politischen Song gehabt. Die super sind. Also, ich mag die politischen Songs der Ärzte, mag ich. Ja, Ich ich mag muss die sagen, wirklich. ich finde Schrei nach Liebe halt härtesten Cringe, weil Faschismus als Ausdruck von Ungeliebtheit ist so, okay, das ist so Küchenpsychologie. Ja. Ja, das, nee, I'm out. Was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag von den Ärzten als Song, den ich auch irgendwie noch cool finde in dem Zusammenhang, der das auch thematisiert, ist Kopfüber in die Hölle. Gleiches Album. Ja. So, da geht es ja genau darum, wie sie mit dem Brass anfangen, dass sie alles verändern wollen und dann, wie du stehst bei Hertie an der Kasse und dir geht's gut, du kotzt mich an. Wir haben geträumt. Genau, das ist es. Sie haben geträumt, sie haben sich aber nicht damit beschäftigt. Und zurück Zu Campino, zu Campino, genau. genau. Und aber die Toten Hosen geben sich ja schon noch offener und punkiger politisch. Ja, bei Ärzte wissen alle, das ist eine Partyband Ja. und Männer sind Schweine, alles klar, kann man machen. Zwei Drittel der Songs sind Love-Songs. Ja, ist Ja. alles gut. Noch nicht mal irgendwie harter Disrespect, einfach interessiert mich nur einfach Ja, nicht. Ja. Aber bei den Hosen, die haben es geschafft. Die bleiben halt, ja. immer mit ihrem Geschwätz so oberhalb meines Wahrnehmungsradars, sodass ich gerade genug von ihnen mitkriege, um mich tierisch über sie aufzuregen. Deswegen, sie haben sich all meinen Hass gesichert. Und Campino äußert sich regelmäßig auch in Interviews und teilweise auch dediziert politisch. Der war ja auch bei diesem Do You Know It's Christmas, bei diesem unglaublich peinlichen Projekt dabei. Er ist das Epitom des gutbürgerlichen Mitteleuropäers, der sagt, ist aber eine ungerechte Welt. Das prangere ich mal an. Und was in seinem Kopf stattfindet, weiß ich nicht genau. Ich glaube tatsächlich nicht allzu viel, aber also zwei Sachen, die halt wirklich krass waren. Also erstmal hat er halt groß eine Eulogie auf die Queen gehalten, wo er auch schon dachte, so, du spinnst. Das ist ja bei der Das ist Krönung schon, von ja. Prinz Charles gewesen, schön im Frack maßgeschneidert. Das ist so, okay, gut, Monarchie anscheinend. Gab übrigens eine großartige Eschenrieder Punkband, die gesagt hat, Monarchie statt Anarchie, aber waren coole Leute, die haben das ordentlich albern gemeint. Anyway. Aber zurück zu Toten Hosen. Und was sie halt machen, sie haben halt einen ganz krassen Schulterschluss mit der etablierten bürgerlichen Politik. Also Cem Özdemir spielt in ihren Musikvideos mit. Und als es halt. Was? Das ist mir neu. Ist der neu? Okay, und es gibt. Der hat eine Rolle in einem Video von den Ja, ja, Hosen. aber, Oh nein. ja, alles Oh. klar. Cem Özdemir ist ja diese moderne Grünen, da ist ja alles olivgrün.
Also wer Grüne wählt, wählt Krieg, das wissen wir ja alle. Und überhaupt, wer wählt, wählt Krieg. Anyway, aber gut, zurück. Ich verzettel mich gerade. Spaß beiseite. Also es ist halt, sie sind halt an dem Punkt angekommen, wo sie einfach nur ein gutes, bürgerliches, schlechtes Gewissen sind. Und als dann halt Campino irgendwie mal über die Wehrpflicht gesprochen hat, kurz nachdem der Ukraine-Konflikt vor 2-3 Jahren wieder richtig heiß wurde, hat er halt gemeint, ja, damals habe ich verweigert. Ob ich das heute noch machen würde, glaube ich nicht. Und das ist so, okay, das heißt also, du hast gerade gesagt, damals habe ich mich der Verfügungsmasse des Staates entzogen, so, was ich auch erstmal eine richtige Haltung finde, so aus welchen Gründen auch immer. Aber heute würde ich mich dir zur Verfügung stellen, ich würde für den Staat morden und getötet werden. Und im Laufe des Gesprächs möchte ich tatsächlich eigentlich klar machen, dass der Punkrock an sich halt nicht politisch safe oder stabil oder based ist. Aber trotzdem, so da, also nicht nur politisch blutet mein Herz, sondern wirklich alle Punkerfasern in meinem Körper schreien auf und möchten eigentlich sagen, du bist nicht mehr Punkrock. Aber für mich ist halt die Frage, ist das eine valide Aussage? Oder ist das einfach der Lauf der Dinge? Also, ist das jetzt Punkrock neuerdings? Ich habe auch noch zwei ganz kurze Sachen, warum bei Campino mein Punkerblut kocht. Als die Queen gestorben ist, also er hat ja irgendwie halbe britische Staatsbürgerschaft irgendwie, wusste ich nicht. Irgendwie ja, offensichtlich hatte er da vor ein paar Jahren irgendwie eine britische Staatsbürgerschaft angenommen. Und da gab es jetzt so ein Foto von ihm während des Prozederes. Du nimmst die Staatsbürgerschaft an, so neben dir ein Foto von der Queen, irgendwie sowas. Und als dann die Queen gestorben ist, war das letztes Jahr oder so, ist die Queen gestorben, hat er dann auf Social Media überall, alle sind über die Queen hergezogen und ja, hier bla bla bla. Und er dann so, hey Leute, so zieht doch nicht alle über die Queen her. Und da hat er so sein Foto gepostet, wie er da bei der bei der Einbürgerung quasi neben dem Foto der Queen steht. Und hier, die Queen ist doch eine gute Frau, die hat so Politik. Alter, das ist schon hart. Das ist eine Empire-Politician-Hochzeit. Ja, ja. Die hat was 50 Jahre lang das British Empire mehr oder weniger repräsentiert. Wie kann man das als Punker, wie kann man das denn abfeiern? Also ich bitte dich. Und da ist halt der Punkt. Was ist Punkrock für Campino? Punkrock für Campino, und da ist es so ein bisschen so, vielleicht lässt sich am Punkrock auch einfach sehr schön die große Krux des Linksseins nachvollziehen. So, was heißt das eigentlich? Wenn du halt... Ja. Wenn du nur so moralinsaure Begriffe wie Gerechtigkeit und Freiheit hast, dann kannst du halt bei der Queen rauskommen und kannst sagen, ich bin Punker, ich feiere die Queen. Deswegen, es fällt mir halt, also ich möchte ihm auch das Attribut Punker entziehen. Ich möchte mich hinstellen können und sagen, ich sage, du bist kein Punker mehr. Erstens, was hilft es mir? Und zweitens, das hilft dir nicht. Ja, zweitens ist es so, und dann, ja, was ist dann Punkrock? Es gibt ja noch weitere Beispiele. Du kommst ja später auch nochmal mit einer Sache um die Ecke. Aber lass mal mit den Fragen weitermachen. Also das Zweite war nur noch, er war doch dann auch im Schloss Bellevue, da hat irgendwie Steinmeier so einen Empfang gegeben. Das war auch im Rahmen als die Queen gestorben ist, hat er einen Empfang gegeben. Und Campino war im Schloss Bellevue mit irgendwelchen anderen Staatsoberhäuptern, egal. Also wie der die Schuhcreme aus den Zähnen kriegt vom Stiefel lecken, weiß ich bis heute nicht. So ein Foto von ihm, wie er auf der Treppe ist, in so einem Frack irgendwie. Schrecklich. Wirklich. Aber das Interessante ist, warum zeckt es dich eigentlich? Also, ich höre, seit ich 10 bin, seit ich 9 bin, höre ich Punkrock und natürlich auch so mit alten Scheiben von Hosen angefangen. Und also, es hat auch viel zu meiner Politisierung beigetragen. Und also ich fühle es klingt irgendwie kitschig, aber ich fühle es wirklich so ein persönlicher Verrat dann. So. Also wirklich, es klingt kitschig, affig, aber... So, du hast mir damals irgendwas erzählt und hier Sascha ist Deutschland, so diese alten Songs so. Und also auch wie ich meine ersten Pogo-Tänze war halt so irgendwie Hosen auf der Disco im Fanlager, so, weißt du? Also ich verbinde da persönlich wirklich was damit. So. Mein erstes Punk-Konzert waren auch die Ärzte, ich gebe es zu. Mein erstes richtiges Konzert war Slipknot, aber das ist ein anderes Thema. Ey, das ist stabil. Mein erstes richtiges Konzert war David Hasselhoff. Okay. also deswegen, ich fühle mich da wirklich irgendwie persönlich irgendwie angegriffen, wenn ich jetzt Campino sehe und er feiert die Queen ab oder er ist bei Steinmeier zu Hause da im Schloss Bellevue. Ich fühle mich da wirklich persönlich irgendwie angegriffen, was natürlich irgendwie auf so einer abstrakten Ebene irgendwie also sinnlos ist, aber ja, irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht anders sagen. So. Was ich halt tatsächlich daran sehe und was mich besonders anätzt an dieser Nummer, ist halt, dass halt Leute ihren
ihren selbst wahrgenommenen rebellischen Gestus auf solche Charaktere werfen und sagen so, ja, ich bin ja kritisch, ja, und meinen halt dann sowas damit. Ich bin kritisch, ja. Ich, genau. Ja. Das cutten wir. Okay, gehen wir weiter. Wir haben über Politik geredet. Wenn wir politisch irgendwie was verändern wollen, kann es nicht schaden, wenn wir eine gewisse Wut im Wanst haben. Kleines Schleimkäm-Zitat. Auf den Text kennst du. Keine Wut mehr im Wanst. Super, super, super Song. Da kommt jetzt eine Doku raus über den Dude. Über Schleimkäm? Aber wie heißt der Sänger nochmal? Der hat doch seinen Vater erschlagen. Ne? Nein. Mit der Axt sogar. Genau, ganz so also ein psychisch kranker Typ, ganz arme Sau. Aber wie ist er denn? Wut im Wanst. Also es kann nicht schaden, wirklich Wut im Bauch zu haben, wenn wir was verändern wollen, politisch verändern wollen. Und ich weiß nicht, bei mir war es, also ich bin wirklich als kleiner Kiddy, ich habe mit 10 angefangen, Punk zu hören. Über meine älteren Brüder, grüßt euch Jochen und Jan, haben wir angefangen, Punk zu hören. Und natürlich war ich da politisch noch extrem ungebildet, so, ich hatte keinen Schimmer von irgendwas, so, aber halt so dieses Grundgefühl, so, Hass auf Nazis, Hass auf Cops, Hass auf den Staat, so, das hat mir der Punkrock erstmal mitgegeben, so, bevor ich überhaupt irgendeinen Schimmer hatte von Politik, so, oder ein anderes Ding, so, also, bis heute ist einer meiner liebsten Punk-Songs Ohne mich von Toxoplasma, ich weiß nicht, ob du den kennst, von der Schlachtrufe. Das ist ein Antimilitarismus-Song, oder? Ja, das war so gegen Bundeswehr, gegen Militär generell. Ja. Das ist einer der besten Punk-Songs für mich immer noch. Und halt klar, gegen Bundeswehr, gegen fucking Militär. Und ich wüsste nicht, dass, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich heute so ein klarer Antimilitarist wäre ohne diesen Song. Also ich weiß nicht, also wirklich, das hat mich halt geprägt. So, solche einzelne Songs oder die Staatsgewalt von Rawside. Also so diese übelste Wut und diese Aggressivität gegen Staat, gegen Teile der Gesellschaft. So, also das prägt und für mich prägt es auf eine andere Art und Weise, als wenn ich, weiß ich, als wenn ich 10 Marx-Seminare belege. Also das ist auch wichtig, aber so diese übelste Wut im Bauch. So, das ist halt irgendwie das. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das ohne Punk so kommt. Weißt du? So, und diese Wut auf dieses, auf das System, auf die, ja, auf die Zustände, die wir, in denen wir leben. Und ja, deswegen wollte ich dich fragen, wie denkst du das? Welches politische Potenzial oder halt auch revolutionäre Potenzial gibst du, also würdest du Punk zusprechen? Und ich meine, auf der einen Seite meine ich das im persönlichen, also auf einer individuellen Ebene, in der Politisierung von Personen, was kann da Punk einfach erreichen, dass du halt wirklich am Ende ein Linksradikaler bist. Mhm. Und aber natürlich auch auf so einer eher gesellschaftlichen, praktischen Ebene, was kann Punk erreichen für politische Aktionen, subversive Aktionen, revolutionäre Aktionen, also wirklich, welchen Einfluss kann der Punk haben auf diese beiden Sphären? So? Das ist eine verdammt schöne Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf eine abschließende Antwort geben kann. Also was ich erstmal unbedingt aufgreifen möchte, ist die Wut im Bauch. Weil ich spiele das jetzt ein bisschen zurück. Gesagt, die Wut im Bauch hattest du vorher. Und sie hat mit Punk resoniert. Also als 10-Jähriger, weiß nicht, ob ich da großartig Wut im Bauch hatte. Naja, ich hab Punk gehört und dann kam die Wut so. Ich bin der festen Überzeugung, ich sage bewusst nicht Meinung, sondern es ist wirklich eine Überzeugung. Ich bin der festen Überzeugung, Kunst und Kultur und Film und so, es ist eine große Diskussion, kann in dir keine Emotionen auslösen, die nicht schon da waren. Das heißt also, wenn dich Wut im Bauch und wenn dich Punk halt gezeckt hat aufgrund seiner herben Aggression und seiner Unvereinbarkeit mit dem, was du halt als bürgerliche Existenz wahrgenommen hast, dann war dieses Gefühl schon da. Und das ist halt auch genau das, wo ich auch eine Lanze breche für Punkrock. Und das ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt, also nicht speziell für den Punkrock, sondern generell breche ich eine Lanze für Subkulturen an der Stelle. Mhm. Weil am Ende kann man mit wenigen Unterschieden, mit vielleicht einer leichten Ausdifferenzierung, fast alles, was ich über Punkrock sage, kann man eigentlich auf Subkultur generell anwenden. Weil Subkultur ist eigentlich immer, dass du merkst, für dich, ganz individuell, ist eine individuelle Erkenntnis, du passt irgendwie nicht ganz in dieses gesellschaftliche System hinein. Irgendwas passt dir hier nicht. Also dieses breite, die breite Normalität ist nicht deins. Ja. Und das ist, du bist im Osten am Land groß geworden, ich bin in Bayern am Land groß geworden, aus unterschiedlichen Gründen scheiße. Ja. Und
Also was ich sagen kann, ist, dass solche Sachen wie Punk und Metal haben vielleicht sogar mein Leben gerettet, weil sie mir einen Anknüpfungspunkt geboten haben für meine Frustrationen, für meine Wut und mir gezeigt haben, so hey, du bist nicht scheiße, die Welt ist scheiße. So Metal an der Stelle auch, also so halt vor allem so etwas brutalerer und sowas. Das ist so, wo ich dir halt widerspreche, ist, dass du halt deswegen heute linksradikaler bist. Weil dass du linksradikaler bist, liegt halt daran, dass du diesen Gestus, aus welchen Gründen auch immer, da möchte ich jetzt gar nicht spekulieren, für dich aber vertieft hast. Du bist nicht heute freier Redakteur bei der JW, weil du früher Schleimkeim gehört hast, sondern weil dein Weg auch in der Theorie und politischen Bildung war so, dass dich diese Sachen, diese Themen haben dich auch inhaltlich überzeugt und da bist du mitgegangen. Und du bist Punker geblieben. Aber du bist nicht, ich gehe mal zurück und sage ich, ja, gehe mal raus von dem, nicht von dir, sondern ich bin heute nicht Kommunist, weil ich Punk war. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt auch das Redaktionsteam von 99:1 anguckt, dann bin ich der Einzige, Melanie. Tut mir leid. Melanie auch. Wir sind die einzigen beiden, die so richtig punk sozialisiert sind. Nadim kommt da nicht her. Der hat da sogar eine Aversion gegen. Warum? Da kommen wir später noch drauf zu. Weil für ihn Punk in Berlin meistens unsägliche Diskussionen über Israel bedeutet hat. die anderen kommen einfach, sind auch eine andere Generation. Also ich glaube auch, dass dieses Subkulturelle hat sich einfach auch ein bisschen verändert. Wir sind alle Kommunisten aus anderen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen geworden. Ja? Haben uns da dann getroffen. Auch das sind auch wir beide, haben uns ja auf dieser Ebene kennengelernt. Du bist Gast bei uns im Podcast gewesen. Wir haben über Jemen geredet und alles Mögliche. Und dann haben wir festgestellt, der hat ein Vorkriegsjugend-T-Shirt an. Wir müssen reden. Und zwar nicht über Max. Heute übrigens Verrotten, check die Band aus. Super Band aus Eberswalde. Warte, jetzt müssen wir ganz kurz humorvoll einsteigen. Ich habe tatsächlich heute mein ältestes Punker-T-Shirt an. Das ist das Einzige. Es hat unendlich viele Löcher, die sieht man jetzt nicht so gut. Aber wenn kaputt, wir Spaß. Damit bin ich sogar auf den Münchner Chaostagen gewesen, die ein unglaublicher Rohrkrepierer waren. Anyway. Wann waren die Münchner Chaostagen? Die waren in den 2000ern. Okay. Die sind nicht gewesen, sie sind nur angedroht worden. Und dann sind 16.000 Polizisten nach München gefahren und ich glaube, gefühlt 100 Punker und war es das auch. Okay. Ja, ich erinnere mich, stimmt. Da anyway, eine Ansage. Kurz die Schleife nochmal rekursiv. Wenn ich zum Beispiel diesen Scherz mache, dass ich heute halt sage, Deutschland muss sterben, damit wir leben können, und ich meine das super ernst, viel ernster, als ich es vorher gemeint habe, dann ist das ein Resultat meiner politischen Bildung, dass die resoniert mit diesem Gestus. Das ist halt, das muss ich Ihnen halt zugestehen, weil es halt bestimmte Punk-Musik, und die gibt es aber halt auch in anderen Genres, ist, die eine solche, die zumindest auf der emotionalen und auf der einfachen rhetorischen Ebene eine solche Unvereinbarkeit mit dem bestehenden System zumindest suggerieren, dass es halt für mich auch heute noch funktioniert. Das Schlimme ist zum Beispiel bei mir, ist, dass über die politische Bildung ist die Wut halt nie weniger geworden, nur mehr. Klar. Ich habe heute Morgen mein Instagram aufgemacht und das ist eigentlich sehr, sehr musikorientiert. Und das Erste, was ich sehe, ist ein Mädchen in Rafah, das völlig zerfetzt an irgendeiner Wand klebt. Und dann denke ich mir so, jetzt einfach eine Runde Rawside. Weil alles andere reicht nicht mehr. aber das ist halt nicht dazu da, um mir die Welt zu erklären. Sondern es ist dazu da, um Gefühlen, die ich habe, einen Resonanzpunkt zu geben. Und das ist für mich aber auch die Stärke, weil diese unreflektierte Wut einfach zuzulassen, zu sagen so, hey, ich bin einfach nur pissig gerade, ja? So, ich hasse euch einfach. So dieses, das ist, all diese Sachen, die witzigerweise auch heute auch in der modernen Berliner Punk-Szene immer weniger gerne gesehen werden. So dieses Mal einfach mal fünfe gerade sein lassen oder auskreisen und sowas, ja. Das kann zumindest für mich einen gewissen Wert haben, nicht im politischen Sinne, aber im Sinne einer geistigen Gesundheit, die es mir erhält. Auf der anderen Seite, und das ist halt zum Beispiel auch so eine Sache, und ich finde da in der Kritik wird dann der Zusammenhalt, den Musik im generell bilden kann, manchmal etwas zu schlecht bewertet. Musik kann nicht politisch aufklären. Ich finde, das muss einfach immer, weil du musst
Rückfragen stellen können oder detailliert damit arbeiten können. Du musst richtig Recherchen machen, sowas. Aber was sie machen kann, ist, dass sie kann ein Wir-Gefühl suggerieren. Das ist ja auch das, was Subkultur am Ende des Tages will. Ein Wir gegen die anderen. Das ist ja in sich ja schon eine Sache, die man eigentlich sehr kritisch sehen sollte. Aber belassen wir es einfach mal dabei. Aber wenn zum Beispiel jetzt auf einer politischen Veranstaltung oder sowas, keine Ahnung, das sind jetzt die ersten, sind jetzt 5 oder 6 Vorträge und am Ende ist Musik, dann kommen die Leute lieber und fühlen sich da wohler. Und es ändert auch immer so ein bisschen die Atmosphäre von so einer Veranstaltung, als wenn es halt eine reine Textbeschallung ist. Und ich finde, darin kann ein gewisser Wert bestehen. Der ist aber eigentlich fast agnostisch von den Texten, weil da könnten auch Ballermann-Hits laufen, wenn die Leute gerade Bock drauf haben. Am Ende des Tages, ich lasse die Option, dass das Punkrock, gerade so richtiger Terror-Punk-Sound, sowas, der kann schon ein Funken sein, dass man sich überlegt, ich komme hier nicht rein und ich will auch irgendwie gar nicht mehr rein, aber ab dem Moment ist alles offen. Ab dem Moment musst du selber einen Weg gehen, musst dich selber mit den Inhalten befassen und das kann halt nicht über Punktexte sein, das reicht dann nicht mehr. Ja. Also ganz so in dieser Zwangsläufigkeit meinte ich das doch gar nicht. Also nicht jeder, der Punk hört, wird am Ende linksradikal. Ganz im Gegenteil, ja. Natürlich nicht. Aber zum Beispiel, also ich sehe es aus meiner eigenen Biografie. Wie gesagt, wenn ich 10, 11 bin, höre ich halt Punkrock. Und ich weiß nicht, ich habe mit 11 mit meinem größeren Bruder, haben wir im Wohnzimmer unserer Eltern, haben wir zu Deutschland muss sterben Pogo getanzt. Ja, weißt du? Und das prägt mich. Und dann, oder wie gesagt, Slime, so mein erstes Tattoo ist auf dem Rücken, ist die Slime 1, das Cover auf dem Rücken. So, halt ein super Album, das habe ich halt rauf und runter gehört damals. Die höre ich heute noch rauf und runter. Alter, die ist so gut. Also ich habe mich nicht mit 11 tätowieren lassen, aber das Album, so das hat mich halt einfach übelst geprägt. Und dann zum Beispiel, da war ich glaube ich 12 oder 13, war ich mit meiner Mutter in unserer städtischen Bibliothek irgendwie. Und da hat sie gesagt, hier, guck dich mal ein bisschen um, so guck mal einfach ein bisschen Bücher, so ich mach meinen Scheiß, du machst deinen Scheiß so ein bisschen. Und da habe ich halt so ein Buch gelesen, also gesehen, es war Stefan Aust, Bader-Meinhof-Komplex. Oh und ja. Ich habe schon 1 Million Mal na Polizei ist ASS von Slime gesungen. Bader-Meinhof hingerichtet im Stammheim. Polizei ist ASS. Weißt du? Ja. Und deswegen, ich kannte natürlich die Namen Bader-Meinhof, aber ich wusste natürlich keinen Schimmer. Als 11-Jähriger, 12-Jähriger wusste ich natürlich nicht, wofür Bader-Meinhof steht. Aber dann habe ich halt, die Namen sagen mir was. Da habe ich mir das Buch ausgeliehen, 700 Seiten oder so. Das war das erste Buch wirklich in meinem Leben, was ich gelesen habe. So ein fetter Schinken von Aust eben über Bader-Meinhof. Und also das war quasi für mich so das Tor in meine Politisierung. So, da war ich halt angefixt. Dann habe ich angefangen, Bücher über Kapitalismus und Militär zu lesen, so über Kriege zu lesen. So, weißt du, einfach nur, es kann so die Grundlage legen, dass du halt dich am Ende irgendwie politisierst, radikalisierst. So, ich will nicht sagen, dass es zwangsläufig ist, aber auf alle Fälle finde ich Punkrock eine sehr, sehr gute, solide, stabile Grundlage sein, um am Ende wirklich ein stabiler Linker zu werden. So. Ich provoziere dich jetzt mal absichtlich ein bisschen, ich finde die Parallelen zu meinem eigenen Leben gerade fast erschreckend. Ich habe das damals mit einem Kumpel ziemlich durchexerziert, das Ganze. Und ich habe damals auch eine alte Feldbluse gehabt, noch so in diesem Misthaufen Flecktarn. Und dann habe ich auf die Deutschlandfahne, die auf den Ärmeln drauf ist, habe ich RAF draufgemalt, einen schwarzen Edding und sowas. Und wir kamen uns irrsinnig gefährlich vor. Und ey, ich bin Kommi. Der Kumpel, mit dem ich das damals gemacht habe, wollte mich neulich von Bitcoin überzeugen. Ja, und ich habe ihn lieb, er ist immer noch ein guter Freund von mir, ich möchte damit nicht dissen, aber das heißt halt nicht, er hat auch damit angefangen, aber er hat einen anderen Weg genommen. Du hast zum Beispiel, jetzt bin ich mir wirklich frech, du hast einen radikaleren Weg genommen als die Band, die du gerade zitierst. Ja, voll. Ich meine, den neuen Sänger mag ich übrigens ganz gerne, aber die letzten Sachen mit Dirk Jora von Slime, ganz, ganz popliger Antifaschismus. Ja, so AfD doof, lame, ist Nazis kacke und sowas. Also, so diese Unvereinbarkeit mit dem bestehenden System hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ja. Also nur ein bisschen so gegen rechts blinken. Ja. Das war es dann schon fast. Also ich finde zum Beispiel immer noch die Schweineherbst von 94 ist für mich immer noch mein liebstes Album aller Zeiten. Also, Todesheim-Meister aus Deutschland ist ein unfassbarer Song. Anyway. Ja. Schweineherbst, der Song selber, Zweifel, alles unfassbar gute Songs. Ich glaube, wir hängen so ein bisschen in der Nostalgie drin. In der Nostalgie. Also ich denke auch, am Ende des Tages ist, wenn wir das zusammenfassen, ist es so, ja,
Und das ist eine Rolle in deinem Leben gespielt, so wie es auch in meinem Leben gespielt hat. Das ist ein Fakt, den kann man halt nicht. Aber daraus jetzt eine Tautologie zu machen, dass ich Kommunist bin, weil ich früher Punk war, das ist ein Fehler. Klar, würde ich so nicht sagen. Man könnte sich jetzt zum Beispiel auch mal die Punk-Szene an sich noch mal genauer angucken und sagen, so, was ist da eigentlich abgegangen seitdem? Na, da wollen wir jetzt ein bisschen drauf hinaus. Ich denke auch, dass wir beide eher so in alten Sachen hängen geblieben sind. So. Also ich kann heute noch die Schlachtrufe 2 bis 5 rauf und runter oder 1 bis 5 rauf und runter hören, aber lass uns ein bisschen zum heutigen Punk umschwenken vielleicht. Ich erinnere mich, Chemnitz 2018, als da diese harten Nazi-Ausstellungen, also nicht hart, aber gab es schon so diese Nazi-Ausstellungen. Diese Jagden da. Genau, diese Mob. Jagd, genau. Und dann gab es die Gegendemos dagegen. Da war ich halt auch, habe drüber berichtet. Und dann Tag darauf irgendwie gab es so spontan so ein Konzert, so mit Toten Hosen. Ja, klar. Und ich glaube auch mit Casper und Feine Sahne. Casper, den Rapper, Indie-Rap-Crossover. Okay, anyway. Egal, also ist kein Punkrock, ist so Pop, Hip-Hop. Und du hast gerade so eine zweite Hassband angefangen. Auf die würde ich jetzt zu sprechen kommen, zumindest thematisch. Und da war zum Beispiel eben dieses Konzert gegen rechts, so irgendwie, wir alle dagegen oder irgendwie. Oder wir sind mehr, hieß es. Auch Hashtag wir sind mehr. Genau. Und da hat dann zum Beispiel auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu aufgerufen, explizit, Leute, geht zu dem Konzert von Feine Sahne. Und ich denke mir, also. Das sorry, haben sie so verdient. Sorry, ich als. Sie haben es gefeiert. Das ist ja das Problem. Sie haben es abgefeiert. Das haben sie so verdient. Und ich denke mir so, ich als alter Punker, wenn der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn der zu deinem Konzert aufruft, dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so Punk, wie du noch irgendwie denkst, so, weißt du? Solche Geschichten. Das ist, jetzt machst du halt wieder diesen Punkt, so, was ist denn Punkrock? Am Ende ist es halt wirklich so, und das ist halt wieder. Punkrock hat sich dann, aus dem antisystemischen, aus der wütenden Frustration der 80er Jahre, wurde halt dann so schön, aber und genauso wie es halt der gesamten linken Szene halt ging, ja, wurde halt ein gut verträglich demokratischer Antifaschismus. Mhm. Und das ist der Punkt, an dem sie dann halt auch am Ende rausgekommen sind. Das ist, wenn dein einziges Problem mit dem System ist, dass es darin Nazis gibt, dann hast du weder verstanden, wie dieses System funktioniert, noch woher Nazis kommen, noch was deine Position in dem Ganzen ist. Und ich verstehe das auch. Und das ist ja auch dieses unglaublich langweilig. Ich hab das Problem selbst mit Leuten, die ich sehr, 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 sehr am Herzen trage. So viele Bands, so aus dem Crust-Umfeld oder sowas, die ich echt feiere, die ich zum Teil auch persönlich kenne, mit denen ich saufe und auch mal diskutiere und sowas. Aber auch die, da ist dieser Antifaschismus als Grundmotivation. Ich sage nicht, dass Antifaschismus oder dass das Faschisten hassen verkehrt ist. Ich finde sie ja auch absolut zum Kotzen. Aber diese Programmatik dahinter ist halt ein Denkfehler. Es ist so, wenn das dein einziges Problem mit dem beherrschenden System ist, dann bist du halt am Ende, das ist halt genau das, wo es rauf hinausgeht, dann bist du am Ende nichts weiter als ein Optimierer, ein Demokrat, ein guter, du bist okay mit allem anscheinend, weil darüber regst du dich ja gar nicht mehr auf, außer mit den paar Nazis, die es da noch gibt und die immer wieder ihre Fresse zeigen und Remigrationspläne und sowas machen. Aber der Rest scheint ja okay zu sein. Und dann passt ja ein Frank-Walter Steinmeier wie die Faust aufs Auge, ist wie Arsch auf Eimer. Da haben sich schon zwei gesucht und gefunden. Der eine sagt, ich mag Nazis nicht, dann sagt diese sagt dann halt auch, so ja, ich mag sie auch nicht, geht's auf das Konzert und dann, ja, die treffen sich ja genau in dem, was sie gemeinsam haben. Das ist einfach so. Ja. Und deshalb in meinen Augen, das ist ja auch das, was ich interessant finde, weil man kann sich jetzt hinstellen und kann rumheulen, kann sagen, Punk war früher härter, das stimmt vielleicht sogar. Ja? Punk war früher härter, Punk war früher unverzeihlicher. Aber am Ende des Tages, das ist die Kritik, die übrig geblieben ist von Deutschland muss sterben. Und das hat schon seine Gründe. Da können wir auch nochmal, also das ist ein langes Gespräch, warum das auch seine Gründe hat. Aber das hat mit Sicherheit auch was mit der Kultur- und Medienlandschaft in unserem System zu tun und sowas. Was bleibt übrig? Was wird wie kommodifiziert? Was wird dabei besonders betont? Weil, ja,
Aber reden wir nachher, glaube ich, nochmal drüber. Aber das, wie gesagt, also da kommt halt zusammen, was zusammengehört am Ende des Tages. Und das, welche Band hat noch mal ein Loblied auf Drosten gesungen? Genau. Steht auch auf meinem Zettel hier, das wollte ich auch erzählen. ZSK waren das. Scheiße. Also, die gebären sich ja auch selber so, ja, wir kommen so aus der Antifa-Ecke, wir sind hier auch hart Antifa. Und als dann hier die Corona-Geschichte alles anfing, hier vor 2-3 Jahren, haben die halt so ein. Es ist ein Love-Song, man kann es nicht anders sagen, es ist ein Love-Song. Wie heißt der? Drosten, wie heißt der mit Vornamen? Christian Drosten, glaube ich. Gestern hat uns ein Dude auf Twitter mit kompletter Falschinformation versucht zu denunzieren, weil wir ein Interview mit jemandem haben, wo ihm halt Arschwasser geht, über Querfront, glaube ich. Und der ist auch Antifaschist. Mhm. Und das Ding ist, dass genauso wie ich sagen würde, ich möchte immer den Leuten sagen, sie sind nicht Punkrock, möchte man auch sagen, ach, der ist ja kein richtiger Antifaschist, der ist ja gar nicht verstanden. Aber hey, dem Wort nach stimmt's. Der hält uns halt für Faschos, weil seine Faschismusanalyse halt kein Pfifferling wert ist. Aber ey, und das liegt halt daran, dass diese Leute sich nicht mit dem System, in dem sie leben, so kritisch auseinandersetzen, wie es notwendig ist, um zu erkennen, wie funktioniert das wirklich? Wie, und was ist meine Rolle darin? Und das ist halt diese Sache. Ich habe das früher so gefeiert, wenn Bands gesagt haben, sie sind Antifa oder sowas. Und heute ist es für mich immer fast eher ein Indikator, dass ich wahrscheinlich übermorgen von den gleichen Typen irgendwie höre, dass Israel-Kritik Antisemitismus ist oder sowas. Ja. Also das ist, wie gesagt, wir könnten da fast stellvertretende Diskussionen über die Entwicklung der populären Linken in Berlin halten. Und das ist vielleicht sogar aus den gleichen Mechanismen heraus da geendet, wo es jetzt geendet ist. Und es ist tatsächlich auch irgendwie erschreckend, wie wenig. Ich muss das ja selber noch nicht mal gut finden, aber zum Beispiel, wie wenig krass zum Beispiel betont kommunistisch, hart kommunistische Punkbands es gibt. Ja? Mhm. Nasty Matter fallen mir da ein, wobei die ja selber nicht so Hardcore-Kommunisten, Tom hatte ich ja auch im Gespräch, der ist stabil und basiert, aber sondern es wird sich eher davon distanziert, weil man hat dann Angst, UdSSR, Stalinismus und so einen Scheiß, mit denen in einen Topf geworfen zu werden. Man nimmt dann sogar die bürgerliche Kritik an, an dem Scheiß, statt eine eigene zu formulieren, die ja durchaus wichtig und richtig wäre. Und was bleibt dann übrig? Anarchie, Freiheit, Individualismus. Ja? Also bis auf die Anarchie, alles Sachen, die der Staat schön garantieren kann. Mhm. Richtig, ja. dieser Song von ZSK, da war ja Drosten selber in dem Video. Die haben eine Single, so ein Video. Der hat auch mitgespielt. Und die haben da so locker flockig so mit ihm so, ich weiß nicht, Bierchen getrunken, nicht, aber die haben so hier Party, gute Laune Song mit Drosten Song. Ich meine, der ist jetzt nicht von der Regierung, aber er arbeitet für die Regierung. Ja. Und da, wo ich herkomme, da arbeiten Punker nicht mit der Regierung irgendwie. Aber wisst ihr, da gibt es eine Animosität, die unüberbrückbar ist. So. Aber okay, das ist dazu noch. Ich muss sagen, also auch, ich finde Drosten, also wenn sie es jetzt mit Lauterbach gemacht hätten, dann wäre schon nochmal, aber gut, Drosten, nee, stimmt schon. Lauterbach haben sie bestimmt nicht gekriegt. Ja. Trotzdem, ich find's auch krass unpassend, weil es gab so viel Wichtiges zu kritisieren, auch an der Art, wie die Corona-Maßnahmen umgesetzt wurden. Und du durfst, genau das war ja zum Beispiel Lass ein Parade. Nicht über Corona reden. Ja, aber das war doch genau ein perfektes Beispiel. Ja. Das ist was Szene immanent ist. Eine Szene definiert sich nicht durch eine solide Theorie, sondern eine Szene definiert sich über Kodizes, über Signifier. Ja. Und du willst, wenn du in einer Szene bist, willst du zu dieser Szene gehören. Du willst diese In-Group sein. Und diese In-Group besteht, da ist halt der Moralismus nicht weit, die besteht halt über Signale, die du sendest. Und das ist zum Beispiel Klamotten, ja? Ja. So, stell dich mal im Dreiteiler von Armani auf den Schleimkeim. Gut, die gibt es nicht mehr, aber auf ein Zaunfall-Konzert oder was? Gibt es die noch? Zaunfall ist meine eigene Geschichte, aber ja. einfangen. Ja. Und das Ding ist das, und das ist halt ein Subkulturproblem. Wenn eine Subkultur
ist eine Abstraktion unabhängig von einer soliden politischen Theorie, sondern durch reine Signale, die gesendet werden. Ich gehöre hier dazu. Und du möchtest doch konstant beweisen, wie sehr du dazu gehörst, gerade als junger Mensch noch, ja. Ich bin mehr Punk als du, ja. Mhm. Ey, gib's zu, wie oft hast du als junger Mensch diskutiert, ob jemand wirklich, wir machen es gerade auch, ja. ZSK sind nicht Punk, die Toten Hosen sind nicht Punk. So, wer sind wir eigentlich, dass wir das beurteilen? Wir haben schon die Autorität in seinem Punk. Und deswegen, meine zweite Frage hier, fragt 10 Punks, was Punk ist, kriegst 15 Antworten. Natürlich. Die Sache ist, deswegen kann ich mir meine nächste Frage eigentlich auch fast sparen. Haus raus. Was ist an heutigen so populären Gruppen, die wir gerade schon hatten, ZSK, Feine Sahne, meinetwegen auch die Hosen, was ist an denen noch Antisystem? Das ist natürlich eine Suggestivfrage, ja, aber klar. Die kann man uns fast nichts mehr. Nichts mehr. Das Geile ist es, dass sie in ihrer Funktion sogar noch etwas viel Schlimmeres sind, als nur irgendwie neutral zum System. Sie sind systemförderlich. Weil der mediale Zirkus des Kapitalismus kann sie integrieren, kann sagen so, hey, wir erlauben Meinungsfreiheit und dieser ganze Scheiß, der dir da immer aufs Brot geschmiert wird, ja. So, wir erlauben diesen Rüpeln, ne, ihre Kritik zu äußern. Welche Kritik äußern die denn? Sie äußern eine Kritik am System, die nicht systemrelevant ist. Und darum können sie auch hofiert werden. Nee, klar. Also an solchen Leuten wie Hosen und Feine Sahne Fischfilet, da ist nichts Systemkritisches mehr. Also Feine Sahne, die hatten Interview beim Spiegel, die waren beim Maischberger, glaube ich, bei Anne Will oder so. Also, ja. Du, wir können den Bogen nochmal schlagen. Ja. Digital Hardcore, so solche Sachen wie Atari Teenage Riot, die ich auch hart gefeiert habe. Ja. Die wirklich die Staatsräson deepthroaten. Anders kannst du das nicht sagen in Interviews mittlerweile. Ich habe die schon 1000 Jahre nicht gehört, aber die sind jetzt auch so mäßig unterwegs. Ja. Aber das war zum Beispiel, bei denen war es von der Art und Weise, wie sie sich gegeben haben, war es schon relativ klar, fand ich. Ich habe die einfach als Kiddie abgefeiert. Ja, war krasse Mucke, aber okay. Ja. Aber es liegt eigentlich ganz gut den Bogen zur nächsten Frage. Zu unseren guten Freunden von den Anti-Days. Vielleicht reden wir über die ein bisschen. Diese wunderbaren Menschen. Da fällt mir ein Tweet ein. Mitte November war das. Da war der brutale Krieg gegen Gaza. Der war dann knapp einen Monat alt. Gab es im Punkerschuppen an der Autobahn hier bei uns in Berlin, gab es ein Soli-Konzert für Gaza. So. Und da habe ich halt einen Tweet zugemacht, so hier, um so das Konzi einfach so ein bisschen beworben. Und dass du, habe ich getweetet, Zitat: Die deutsche Berliner Punk-Szene ist in weiten Teilen von Anti-Days unterwandert. Zum Glück gibt es aber auch noch die internationale Berliner Punk-Szene, die sich klar gegen Krieg und Apartheid ausspricht, weil das Konzert da, das waren halt sehr wenig Kartoffeln, das waren halt alle irgendwelche nicht-deutschen Leute, die dieses Konzert organisiert haben. Und by the way, im selben Tweet haben wir auch dann unter den in den Kommentaren angekündigt, dass wir mal ein Bier zusammen trinken und das da ausdiskutieren. Können wir vielleicht das ist ja sogar dazu passiert. Dazu ist es gekommen. Genau, hier. Jakob und Daniel saufen Brüderschaft. War ein schöner Abend. Oh, der nächste Tag war schrecklich. Ja. Pfeffi. Ging eine ganze Weile. Dir war es halt wichtig, weil ich hatte geschrieben, dass die Anti-Days, so die Punk-Szene, also die quasi die deutsche Punk-Szene, nicht die internationale Punk-Szene, die deutsche Punk-Szene so unterwandert haben. Und ich meinte damit natürlich nicht, weil das Wort, ich habe da von ein paar Leuten so Kritik bekommen, dass das Wort irgendwie so eine Art Steuerung oder Kontrolle impliziert, was ich natürlich nicht gemeint habe. Ich hatte einfach nur Zustandsbeschreibung gemeint. Mhm. Wir haben die Punk-Szene und da sind halt Anti-Days, so die da reingegangen sind. So, ich habe da nicht irgendwie, aber egal. Und dir war es halt wichtig zu sagen, dass die Punk-Szene quasi den Anti-Days überlassen wurde. Und da habe ich viel drüber nachgedacht. Am Ende haben wir bei unserem Biertrinken gar nicht darüber geredet. Aber stimmt. aber warum war dir das so wichtig zu sagen, die Punk-Szene wurde den Anti-Days überlassen? Also was meintest du damit genau? Damit meine ich eben das, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Es ist, dass durch dieses szenebedingte moralische Posieren und die unklaren Begriffe, mit denen hantiert wird, ja, also was ist Anarchie, was ist Rassismus, was ist Faschismus, was ist Demokratie, etc., gab es halt keine große Auseinandersetzung mit den Leuten, die dann kamen und für die halt Antifaschismus bedeutet hat,
dass sie halt, ja, nee, dass sie, also das erstmal dieser starke Fokus auf Antisemitismus und dann über diesen Fokus auf Antisemitismus halt auch dann diese fast Fetischisierung von Israel, fast, streit das fast, diese ja. Fetischisierung von ja. Israel ja. Und dann auch das Einfordern von Israel-Solidarität entgegen jedem besseren Wissen und Gewissen als Kommunist. Dass sich das breit machen konnte, lag halt ein Stück weit, also erstmal hat das halt mit dem generell deutschen Bedürfnis, wie es bei allen Linken war, resoniert, so wie kann ich maximale Distanz zu Nazis scheinbar erzeugen? Ja, ganz einfach, ich bin pro Israel, dann bin ich sicherlich kein Nazi mehr und dann mache ich noch räudige Witze über meinen Opa und dann ist alles gut. Einfacher Way Out. Du brauchst keine große Analyse und du kannst halt, es bleibt halt auch bei dem moralischen Posieren, weil wie viele von diesen Anti-D-Punk-Bands sind jetzt, ich meine, egal was ich von ihnen inhaltlich halte, aber wer von denen kennt überhaupt den Zaira Verlag? Oder hat sich mal mit Justus Wertmüller oder seinen Ideen beschäftigt? Ne? Sondern da ging es einfach um das Gleiche und das ist auch etwas Szene-Immanentes. Das ist das Gleiche wie im Grunde ist für mich Anti-D, und das ist jetzt eine fiese Polemik, aber die muss einfach sein. Aber für mich ist Anti-D einfach so die logische Konsequenz von einer Szene, die auch so einen Scheiß wie Straight Edge mitgemacht hat. Steile dieser. Ja. Also, weil auch hier überhaupt kein, es ist, da ging es halt auch nur um, ja, um Posture. Ja? Ja, um Lifestyle. Ist um Lifestyle. So, ja. ich und das ist halt, das, es ist eine Kultur, und da kann ich, Jason Miles, unser Genosse vom This is Revolution Podcast in den USA, der hat ein Video-Essay über die amerikanische Punk-Szene gemacht. Das können wir eigentlich unter dieses Video verlinken. Das ist zwar sehr, sehr fokussiert auf die amerikanische Hardcore-Punk-Kultur, aber vieles davon stimmt auch für die deutsche Punk-Kultur. Unbedingt sehenswert. Aber eine Szene, in der, wie alle Szenen, in der halt dieses Posieren so wichtig ist, wie kann ich maximal suggerieren, ich meine das noch ernster als du. Mhm. Ja? Dann ist, wie gesagt, Moralismus wird dann zur Notwendigkeit. Weil entweder hast du was, wenn wir zum Beispiel jetzt politisch diskutieren, dann haben wir entweder ein gemeinsames Verständnis oder nicht. Und dann können wir uns 2 Tage lang streiten, aber ich würde mich nie hinstellen und sagen, ey Jakob, ich bin mehr Kommunist als du. Sondern wir haben halt einfach unterschiedliche Vorstellungen von manchen Themen. Ja, tendieren irgendwie mehr zum Anarchismus, zum Beispiel jetzt wir beide, als jetzt zum, keine Ahnung, Marek oder Nadim. Oder so. Wir können halt streiten. Ja. Würden nie sagen, nee, du bist kein richtiger Kommunist. Ja, so, das gut, gibt dafür auch Gründe, das mal zu sagen, aber da musst du dann auch gute Gründe dafür haben, ja. Aber in so einer subkulturellen Szene geht es halt genau um diesen Eifer. Und dieser Eifer ist, wie gesagt, wofür eignet es sich besser als für so ein hysterisches Gekreische, dass das bar jeden Inhalts ist, wie zum Beispiel das, was du halt in der breiten Masse an Antidegestus bekommst. Du bekommst ja keine Analyse von Israel, sondern du bekommst irgendwelche Schutzraumargumente um die Ohren gehauen und sagst, naja, wenn ein Staat Schutzraum sein kann, wieso bist du dann gegen Staat? Und dann, ja, ich bin ja gegen alle Staaten, außer Israel. Das ist ja wirklich das Level, auf dem du ankommst. Ja. Und da hört die Analyse auf. Irgendwie. Genau, keine Ahnung. Ja. Weil sie nicht notwendig ist, weil es halt um ein ideologisches Posieren geht, das ein Verhältnis zur Welt suggerieren soll. Du möchtest einer von den Guten sein. Und das ist vielleicht auch die unheiligste Entwicklung im Punkrock, die ich jetzt ausmachen kann, ist, dass der Punkrock als Subkultur irgendwann geschlossen zu den Guten gehören wollte. Es war keine Verweigerungshaltung mehr, es war kein fickt euch alle mehr, sondern es war ein, aber wir sind doch die Guten. Ja. Und eine moralische Wertung, so wir sind die Kritischen. Ne? Und deswegen hat sich das ja, wenn du diesen akademischen Dreckspunk anhörst, der da um die Ohren geblasen wird, so mit Indie-Rock-Anleihen oder Emo-Core oder sowas, da geht es wirklich nur darum, irgendwelche, wie gesagt, wieder dieses Ungerechtigkeit, alles ist irgendwie ein bisschen doof oder sowas und wir sind aber eigentlich die Guten, weil wir es kritisieren. Und wie gesagt, du kommst da, Anti-Ds sind keine zwingende Konsequenz, auch hier nicht, aber durch den gesamtdeutschen linken Trend halt unglaublich anschlussfähig gewesen. Ja? Aber okay, das wirft eine interessante Frage auf. Also
was hat da was beeinflusst? Hat die Anti-D-Kultur eher so aus der kulturellen Szene die politische Szene beeinflusst oder war es eher andersrum? Also, weil das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Anti-D-Szene hat erstmal eine unglaubliche Anschlussfähigkeit an die deutsche Linke gefunden, im politischen Sinne. Mhm. Und mangels einer soliden Theoriebildung und mangels eines sauberen Verständnisses, wogegen bin ich eigentlich, eine Anschlussfähigkeit gehabt halt an die Punkkultur. Mhm. Und ich meine jetzt ganz ehrlich, das nimmt ja inzwischen Auswüchse an. Es gibt ja jetzt auch gerade jetzt, wo halt wirklich quasi Gaza komplett platt gemacht wird, mhm, gründet sich ein Kollektiv, das nennt sich Punks Against Antisemitism. Wo halten Sie Ihre ersten Reden? Natürlich in der KVU, die ja auf ihre antikommunistische Geschichte auch ein Stück weit stolz ist. Und da geht es genau um das. Da geht es darum, wir sind eigentlich voll Staatsräson, finden aber Gründe, warum wir trotzdem die Guten sind, weil manchmal musst du halt Staatsräson sein. Warum wir trotzdem links sind und teilweise linksradikal. Ja. Aber für mich ist das ist tatsächlich die Anti-D-Thematik an sich, ist für mich eine gesamtlinke Thematik und da sind wirklich die Inhalte fast deckungsgleich. Weil es ist ja nicht so, dass die Punk-Szene der Hort der Anti-Ds geworden ist. Mhm. Es gab ja auch diese Elektro-Szene und alles drum und dran. Sie waren ja eine Zeit lang waren sie ja einfach überall. Muss man echt sagen, es hat sich ja schon fast wieder ein bisschen zurückgebildet. Und das ist halt das, weswegen ich sage, überlassen. Es gab halt keinen Gegenwind, weil es keine Begrifflichkeiten gab. Weil die Anti-Ds waren gegen Antisemitismus und gegen Nazis. Und keine Ahnung, Hans Arsch Panker sagt dann halt, bin ich auch. Ja. Also bin ich doch für die. Ja. Das ist halt ein Fehlschluss. Ja. Da muss man halt drüber reden. Da muss dann sagen, ja, aber was ist denn Faschismus? Ja. Hör, Bullen. Ja. Haben kurze Pause gemacht. Neues Bier. Tschüss. Für immer Punk will ich sein. Ja. Okay, lass uns noch eine Sekunde bei den Anti-Ds bleiben. Über die regt man sich einfach zu gerne auf. Sorry, aber so wirklich im politischen Alltag sind die auch so meine größten. Also, ja, jetzt gerade wieder, da ist ja recht. So wirklich. Also wer mir bei Social Media auf den Sack geht, sind die Anti-Ds. Also von denen kommt das meiste Gehate. Also deswegen, ohne die Diskussion jetzt riesengroß werden, würdest du die noch Anti-Ds nennen? Also einfach jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, klar, also, ich verstehe natürlich schon. Natürlich sind es keine Antideutschen, die sind staatstragend hoch 10. Die lieben die Polizei, die stellen Forderungen an den Staat hier, sendet Waffen nach Israel. Also sie sind ja nicht irgendwie gegen Deutschland. So, aber als Begriff Antideutschen, nee, ich verstehe jeder schon. Weiß, was gemeint ist. So, deswegen einfach als Begriff. Und deswegen, ich würde noch eine Sekunde gerne bei dem bleiben. Und zwar die Strömung selber. Kommt ja ursprünglich schon aus der radikalen Linken, so kann man nicht abstreiten. Und einige begreifen sich bestimmt immer noch weiterhin als irgendwie links, teilweise linksradikal. Was erwiderst du denen? Ich glaube, eigentlich den Begriff können sie behalten. Also das ist halt für mich so eine Sache, so wenn ein Punker sagt, ich bin links und dann irgendwie, keine Ahnung, ja, ein Campino. Ja, wenn ein Campino sagt, ich bin links, wobei da für mich wirklich so ein Punkt erreicht ist, so wo, ja, aber vielleicht hat er ja einen guten Grund, sich noch so zu nennen, aber die Begriffe können sie echt behalten. Tatsächlich muss ich sagen, wenn ich jetzt auf einen richtigen Anti-D treffen würde, der, keine Ahnung, der Poston gelesen hat und so einen Scheiß oder sowas, dann würde ich tatsächlich vielleicht sogar noch versuchen, mit ihm über Denkfehler zu diskutieren. Ja? Das Problem ist, dass diese Menschen sich ja nicht links nennen häufig, gerade und jetzt mal den Bogen zum Punk zurückzuschlagen, ja, diese Punks, die sagen, sie sind links, die haben ja, die wollen diesen Inhalt, diesen Begriff gar nicht mit Inhalt führen, für die ist das ein Ehrentitel, weil er eine Widerständigkeit suggeriert, die sie längst aufgegeben haben, ja. Aber nicht alle Linken sind wirklich gegen das System. Ich meine, die Partei Die Linke, ich würde jetzt, möchte ihren Namen nicht wegnehmen. Ja? Ich finde den immer noch ein bisschen arrogant, dass sie Die Linke heißen. Aber anyway, können sie behalten.
Ich bin damit, sorry, aber das ist vielleicht bin ich da der falsche Adressat für die Frage, weil ich bin auf einem so defätistischen Level angekommen. So, wenn jemand sagt, oh, Anarchie, oh, guck mal, könnt ihr alle behalten. Wir hatten das ja auch schon neulich, dass dieser eine Typ gesagt hat, so, hey, wenn ihr das nicht sagt, dann seid ihr keine Marxisten. Mhm. Und da fand ich die Reaktion von Nadim einfach stabil. Also sagt, gut, dann bin ich halt keiner mehr. Behalt's einfach. Und das ist so eine Sache, wenn man mit Leuten über Fehler, über Denkfehler oder debattieren kann, über Begriffe debattieren kann, fair game, ich muss sie nicht richtig finden, ich muss sie nicht mögen, aber das geht. Du bist aber halt bei der Punk-Szene gefesselt an diesen Idealismus. So, wir sind links, weil wir sind dagegen. Und keine Ahnung, vielleicht ist das aber auch ein schöner Fuß in der Tür. Machst du dir ein Sterni auf, hast du ja eh schon gemacht, und fragst sie mal, wo sie denn gegen das System sind. So, ja. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch spannend, weil zum Beispiel in den USA ist ja dieses Conservative Punk auch gerade ein Ding. Ja, ja, und ich meine, wir reden hier jetzt nicht von kleinen Leuten, ja, wir reden von dem ehemaligen Misfits-Sänger oder sowas. Ah, ja, einigen dieser Kandidaten, auch in diesem Pop-Punk-Bereich sind viele Konservative dabei, aber das ist halt auch die Sache. Dann stellen sich halt Kumpels von mir hin, ob das jetzt die Athener, die Berliner oder die Amis sind, und sagen so, nein, du kannst das nicht sagen, weil dann bist du nicht mehr Punk. Und das ist okay, gut, ja, aber was hilft's dir? Du hast ihre Denkfehler oder die Problematik ihrer Aussagen gar nicht thematisiert damit. Also das heißt, ich halte es generell für sinnfrei, sich darum zu streiten, wer ist links, wer ist Punk, sondern lass uns über die Inhalte streiten. Mhm. Was verbindest du damit? Das ist für mich eigentlich wesentlich interessanter. Weil meine Definition von Punkrock ist halt auch hochsubjektiv. Das ist das, was ich in diese Thematik reinprojiziert habe als junger Mensch und woran ich halt auf einer emotionalen Ebene noch festhalte. Mhm. Und da passt, ja, und da gebe ich dir recht, da passt halt weder ein Campino noch rein, da passt halt auch kein Anti-D-Spack rein. Also auf keinem Auge, aber... Ja, ich weiß, da gehen bei uns konkret unsere beiden Meinungen ein bisschen auseinander. Also ich will mir ungern Begriffe wegnehmen lassen. So, also ich bezeichne mich als linksradikal, ich bezeichne mich als Punker, keine Ahnung, als Anarcho. Mhm. Ich will mir diese Begriffe einfach nicht nehmen lassen. So, aber ja, das ist ja. Ist auch gerade ein bisschen eine Momentaufnahme, weil ich momentan auf Begriffe extrem verbrannt bin. In eurer letzten hier Trio- und Finale-Folge haben wir das ja auch so thematisiert. So, ja. Frag mich nächstes Jahr nochmal. Ja. Also ich finde es wichtig und zum Beispiel auch, bei Begriffen sind, also der Begriff Antisemitismus, den die Anti-Ds ja komplett für sich irgendwie vereinnahmt haben mittlerweile. Wir dürfen den nicht aufgeben. So, wir müssen den natürlich Antisemitismus, der in der Gesellschaft existiert, den wir halt bekämpfen, den wir als Linke seit wir denken können bekämpfen, den dürfen wir denen halt nicht einfach überlassen, so, und einfach nur synonym mit Israel-Kritik, so, wir dürfen die Begriffe nicht aufgeben, so. Weiß nicht. Und das ist aber halt, das ist, was du sagst, ist ja wieder eine Begriffsklärung in dem Sinne, wo ich dabei wäre. Was ist Antisemitismus? Ja, dann gibt es halt die in meinen Augen relativ gute und so, wir schweifen ein bisschen ab. Aber trotzdem gibt es halt die Marek hat das mal gesagt. Antisemit ist jeder, der Juden eine Judennatur unterstellt. Ja? Also der sagt, und weil sie Juden sind, sind sie irgendetwas. Ist ihnen irgendetwas immanent. Ja, und das, klar, würde ich jetzt erstmal so unterstreichen, dass das mit Israel-Kritik nichts zu tun hat, ist geschenkt. Das ist für mich aber was stärker umrissen ist, weil der Begriff Antisemitismus ist ein politischer Begriff, den man auch klären und definieren kann. Punk ist ein kultureller Begriff. Ja. Das ist so, da kann man vielleicht, also vielleicht geht das, dass man eine harte Analyse macht, so was ist Punk? Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die für uns beide eher frustrierend wäre. Weil dann würde nämlich genau das am Ende des Tages rauskommen, so wenig Akkorde, Verzerrung, hohes Aggressionslevel und da bleibt die Öffnung für all diese Scheißideen, die du kritisierst, die bleibt halt einfach bestehen und da kommen wir nicht drum rum, weil... Ich bin mir sicher, ich werde mich in 30 Jahren noch Punk nennen. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich höre zu jedem runden Geburtstag mindestens einmal die goldenen Zitronen für immer Punk und ich meine es ernst. Ich meine das auch ernst. Das ist aber für mich, das ist ganz, ganz wichtig, vielleicht ist das so ein bisschen fast so die Essenz von dem ganzen Gespräch, das ist für mich aber abgetrennt
am Ende des Tages von meiner konkreten politischen Haltung, weil ich war Punk, als ich Idiotenanarchist war. Ja? Mit Idiotenanarchist meine ich jetzt nicht, dass alle Anarchisten Idioten sind, ganz im Gegenteil, sondern damit meine ich, dass ich halt damals, wie gesagt, einen individuellen Freiheitsbegriff und ich fand Polizisten irgendwie doof, weil sie mich auch doof fanden. Es war halt ein reziprokes Verhältnis. Ja? Also wir ziehen mal wieder den Kleinen mit dem Iro raus und schikanieren den gut in der Münchner Innenstadt und dann lernt man halt Bullen nicht zu mögen. Ist bis heute übrigens so krass, dass wenn ich Bullen sehe, ich sofort innerlich so übelst. Ja. Same hier. Also, wohl in Kreuzberg, sehe ich oft Bullen. Also, jedes Mal so. Aber auf der anderen Seite hat das halt eine ganz, ganz lange politische Entwicklung gebraucht, um zu definieren, ja, was ist denn die Rolle der Polizei? Und was ist denn die Rolle des Staates? Und wie hängen Staat und Kapitalismus zusammen? Und da zum Beispiel war ich wesentlich wandlungsfähiger. Ja, weil es ist auch ein rationales Verstehen. Ja? Punk ist für mich nichts Rationales. Punk ist für mich am Ende des Tages ist Punk für mich bis heute die Wut im Bauch. Und solange ich die habe, bin ich Punk. Und ich glaube, so wie ich mich bisher entwickelt habe, bleibt die einfach. Also bleibe ich auch Punk, ist okay. Sehr gut. dann lass uns noch an einem etwas konkreteren Beispiel auf Punk, so ein bisschen als gesellschaftliches Phänomen eingehen. Und zwar, viele Leute sind so Bands wie Ramones oder Sex Pistols, sind so ein bisschen so die ultimativen Punk-Bands, vor allem so Sex Pistols. Oh ja. Was ich nie so wirklich verstanden habe, weil ich habe die nie groß abgefeiert, aber okay. Nicht tatsächlich. Du ja. Nee. Nein, dich ehrt es, dass du sie nicht abgefeiert hast. Okay, aber. Was denkst du, warum ist das so? Also warum dieses so auf den Thron setzen? So, wo kommt das her? Warum ist das so? Das ist tatsächlich auch wieder eine, wo hast du so schöne Fragen? Die Sex Pistols, das ist interessant. Ich habe früher mal im Spaß gesagt, wobei im Spaß war es nicht, es war eigentlich bitterer Ernst. Ich habe immer gesagt, wenn du jemanden fragst und er sagt, was ist die wichtigste Punkband? Ja. Und es kommt als Antwort Sex Pistols. Dann hast du es immer mit jemandem zu tun, der mit dieser Thematik eigentlich nichts zu tun hat. Das liegt, Sex Pistols, gutes Thema. Der Punk war extrem jung, als die Sex Pistols auf den Plan traten. Und ich habe auch schon, wir haben früher mal gesagt, die sind gecastet worden, das stimmt nicht ganz. Aber die Sex Pistols waren, und das ist vielleicht bei allen Bands, die so medial so breit auftreten, so, sie waren die erste Band, die von Stunde Null ihrer Existenz an schon kommodifiziert war. Die Sex Pistols waren Werbefiguren für Malcolm McLaren und Vivian Westwood und ihre, die waren vielleicht sogar links im weitesten Sinne, die beiden, aber es waren wirklich einfach Werbefiguren, mit denen sie Bohai in der Popkultur machen wollten und damit auch Aufmerksamkeit erregen wollten. Und was die Sex Pistols gemacht haben, und deswegen sind sie wirklich archetypisch dafür, ist, sie haben eine systemische Kritik formuliert, die keine ist. Ja? Weil ein rotziges Cover von God Save the Queen mag in den 70er Jahren viele Leute angeätzt haben. Aber als dann als das dann herausgestellt, dass da ist ja keine Bedrohung drin, ja? So wurde das halt integriert. Es ist jetzt Kult. Ja, das ist jetzt schön und kann in allen Radiosendern laufen. Und das sind die Sex Pistols. Die Sex Pistols sind eigentlich ein Paradebeispiel für diesen Mechanismus. Und das ist nicht Punk-spezifisch. Das wird Hip-Hop, auch weil es gerade wieder sehr viel politischen Hip-Hop gibt und auch sehr, sehr guten politischen Hip-Hop gibt. Aber das wird auch dem politischen Hip-Hop wird das genauso gehen, genauso wie es dem politischen Punk und auch Metal. Was die wenigsten Leute wissen, hat einen krassen proletarischen Hintergrund und Black Sabbath hatten durchaus politische Lieder. Was ist übrig geblieben? Okkultismus und Bier. Ja? Am Ende hat er in einer großen Villa gelebt. So. Naja, wobei, da möchte ich jetzt die Leute mehr, wenn mir jemand eine Villa anbietet, ich würde sie nehmen. Also im Keller dann Proberaum. aber das ist, also am Ende des Tages ist es halt wirklich so, dass das. Die kapitalistische Verwertungsgesellschaft, die kulturelle Verwertungsgesellschaft kann Kritik integrieren. Man kann sagen, sie kann sie sogar zum Ausdruck von Meinungsfreiheit und zum Köder für einen scheinbaren Dissens machen. Das ist eigentlich genau das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben. Die jungen Menschen
die halt noch keine starken Begriffe haben. Das ist auch okay. Ich möchte sie nicht. Ein 14-Jähriger muss nicht GSP-Abonnent sein. Meine Güte, nein. Bitte nicht. Geh raus und mach Quatsch. Ich hoffe, dass kein 14-Jähriger GSP-Abonnent ist. Komm schon. Ich glaube, der wäre creepy. Ich glaube, der wäre richtig creepy. Da geht ein Fußball spielen. Aber diese Frustrationen, ja. die spürst ja relativ schnell. Oder viele, natürlich, ich sollte nicht so allgemeingültig sein, aber viele spüren ja relativ schnell, dass diese Gesellschaft nicht in ihrem Interesse organisiert ist. Ja? Das ist, ob sie Mobbing-Erfahrungen haben oder was auch immer, oder ob die kapitalistische Leistungsgesellschaft ihnen querliegt oder sowas. Ja? So viele merken ja relativ schnell, dass der Anspruch, den die Gesellschaft an dich stellt, nichts mit deinen eigenen Interessen zu tun hat. Und im Grunde ist es höchst systemdienlich, wenn diese Emotionen dann schön moduliert werden können mit einer Widerständigkeit, die vollkommen ungefährlich ist. Und das sind die Sex Pistols und das sind auch die Toten Hosen. Das ist das, weswegen ich sage, dass diese Bands, und ich meine, es ist auch kein Wunder, Johnny Rotten ist ja inzwischen pro Trump und alles drum und dran. Es ist eine begriffslose Widerständigkeit ist halt noch nichts. Sondern das ist erstmal nur eine emotionale Resonanz. Und auf diese emotionale Resonanz will ich nicht kleinreden. Und sie war für uns beide, und da sind wir gute Beispiele, war sie der Anfang von etwas. Aber das ist sie halt nicht zwingend. Und es ist die große Krux der Kulturindustrie im Kapitalismus, dass halt viele Kritik kann integriert werden, kann kommodifiziert werden, kann zurückgespielt werden als wir verstehen euch doch. So, du findest gerade Schule doof, ja. Ja, und dann lass Campino singen, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dahin so schwierig ist, was ich damals gar nicht so schlecht fand. Aber inzwischen ist so, viel leerer geht's nicht. Ja? Aber es resoniert mit den Menschen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Spiel, das gespielt wird. Das ist das gleiche Spiel, das gespielt wird mit der politischen Meinungsbildung etc. Das sind ähnliche Mechanismen, die da am Start sind. Und die wenigsten Bands haben sich der Verlockung hingegeben, dass mehr Geld auch einfach mehr Komfort in unserer Gesellschaft heißt, was ich einfach noch nicht mal kritisieren will, und sind aber inhaltlich stabil geblieben bis zu einem gewissen Punkt. Ja. An wen denkst du da gerade? Ich denke zum Beispiel an Rage Against the Machine. Die sind jetzt noch nicht mal Punkrock, aber Rage sind Punk, komm. Ah, okay, komm, aus. Nehmen wir sie mit. Aber zum Beispiel vergleichsweise stabil geblieben politisch, obwohl sie Superstars sind. Vergleichsweise. Ja, ich finde auch nicht alles toll, was die sagen. Klar, aber ja. Aber und jetzt auch so ein bisschen die Lanze brechen zurück, so auch Leute wie Slime oder sowas, die Deep Throaten den Stiefel auch nicht so hart wie Campino. Gibt's schon noch Unterschiede. Auf der anderen Seite hast du halt diese, und das fand ich halt auch so albern, du hast halt damit das Problem, dass dir zum Beispiel immer der Ausverkauf vorgeworfen wird. Das ist in Punkrock ist das in keiner Szene ist das so stark wie in Punkrock, dass du sagst so Sellout. Ja, das ist sogar ein Begriff. Ja. Ja, der hat seine Ideen verkauft. Ja, was denn für Ideen? Ja. Aber das wieder dieses Pochen auf Authentizität. So. Was heißt das denn, Sellout zu sein? Sellout heißt, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Okay, das ist nicht mal ein Problem. Ja? Wenn Campino von heute fucking Mini-Musiker wäre, der hier im Koma F auftritt, ich fände ihn immer noch scheiße. Ja. Es hat mit seinem wirtschaftlichen Erfolg nichts zu tun, sondern mit den Dingen, die er sagt. Da gibt es schon ein Wechselspiel, dass wahrscheinlich auch die Gruppen und die Personen größer werden, die weniger krass kritisch sind. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass Doom, falls du die kennst oder so, irgendwie keine Ahnung, morgen in der Bravo sind. Ich entlarve mich gerade als alter Sack, weil die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr gerade. Bravo gibt es noch. Okay. Aus seriösen Quellen gehört. Aber trotzdem, und selbst wenn sie es wären, mein Problem mit ihnen wäre nicht, dass sie in der Bravo sind, sondern mein Problem wäre dann wahrscheinlich mit den Dingen, die sie sagen. Ja, es ist, lass mal nicht auf so einer alten Männer-Moral-Logik enden irgendwie. Was hältst du davon? Einfach sag mal, welches revolutionäre Potenzial hat Punkrock für dich immer noch? In drei, vier Sätzen. Oh. Welches revolutionäre Potenzial hast du?
Oh, das ist, wie gesagt, ich wollte es mir eigentlich gerade das ganze Gespräch lang absprechen, aber jetzt zwingst du mich. Nee, doch, ich will dich drauf festnageln. Ja, okay. Ich finde, es hat dieses Potenzial noch. Und das wird es auch immer geben. So. Das Potenzial vielleicht ja, aber das muss halt gepflegt werden. Also, ich habe es am Anfang schon gesagt. Auch ein nur gefühlter Dissens mit dem bestehenden System, wenn er frustig genug formuliert ist, kann ein Anknüpfungspunkt für eine sauberere Kritik sein. Mhm. So, du kannst halt, wie gesagt, ich liebe dieses, weil ich den Song so liebe auch, aber wie gesagt, so, wenn jemand sagt, Deutschland muss sterben, damit wir leben können, da kann man auch mal, also nicht alle, die meisten wollen das vielleicht auch gar nicht, aber du kannst Leute da packen, kannst sagen, warum muss es denn sterben? Und dann hast du schon mal ein Gespräch. Also ich finde, ja, es kann wie so viele andere Dinge ein Startpunkt für ein gutes Gespräch sein. Und es kann sein, dass Leute dir zuhören, weil du mit dazugehörst. So gefährlich, wie das jetzt klingt. Aber weißt du, wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, mit meiner bepatchten Bomberjacke oder sowas in die Supermolli gehe und da steht ein junger Punker und wird gerade angeschissen, weil er ein Palituch trägt von irgendeinem Anti-Idee. Dann kannst du mit dem ins Gespräch gehen. Dann kannst du sagen, hey, warum trägst du so ein Palituch? Finde ich ja richtig, aber so, warum machst du das? Und der wird dann vielleicht aufgrund meiner Patches und meines Auftretens irgendwie sich so ein gewisses Grundvertrauen in das Gespräch bringen, was er halt nicht machen würde, wenn das jetzt ein Bulle macht oder sowas, um jetzt mal ein extremes Gegenbeispiel zu bringen. Also, keine Ahnung, ein Konzert oder jede kulturelle Veranstaltung ist halt immer ein Ort der Begegnung. Und ich möchte idealistisch sagen, dass der Dissens, der scheinbare Dissens des Punkrocks vielleicht sogar ein guter Ausgangspunkt ist für andere Gespräche. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Aber du hast mich gezwungen, das jetzt positiv enden zu lassen. Genau das. Ich persönlich muss jetzt mal zugeben, ich gehe jetzt nicht auf ein Punkkonzert, um da zu agitieren. Sondern meistens gehe ich auf ein Punkkonzert, um mir die Lampen auszuschießen und mich zu kloppen. Ja. aber das ist okay. Aber trotzdem, so okay. Musik und Kultur hat etwas auf der emotionalen Ebene Verbindendes. Und das kann nicht nur Punkrock, das kann auch politischer Rap sein oder sowas. Das kann der Start eines coolen Gespräches werden. Mhm. Aber die Agitation und die damit verbundene Theorie und Begriffsklärung kannst du dir damit halt nicht ersparen. Die muss halt da sein. Du musst weiter dich so intensiv mit den Themen beschäftigen, wie du es ja auch machst in deiner Rolle als Journalist. Ich muss es weitermachen in der Rolle als Podcaster. Ich muss auch meine Meinungen wieder revidieren. Und ja, witzig ist, und das ist zum Beispiel, vielleicht ist das ein schönes Ende für das Ganze. Was ich witzig finde, ist, dass seit ich diesen Podcast mache und sich auch mein eigenes Verhältnis zu Staat, Herrschaft und Kapitalismus immer weiter schärft, meine Texte haben sich verändert. Ich bin von gewissen Antifa-Haltungen einfach weg. Das heißt nicht, dass ich die Texte nicht mehr singen würde. Das ist schon, Nazis kloppen ist immer ein guter Text. Aber sie gehen halt, sie haben halt andere Gedanken und die drücke ich halt damit aus. Und keine Ahnung, am Ende des Tages, wenn irgendjemand sich, wir haben jetzt einen neuen Song, der heißt zum Beispiel Nie wieder Frieden oder sowas, wo ich mich mit Frieden und Kriegsordnung so einfach natürlich nicht auf dem Level, wie es jetzt ein Vortrag von Hüsten oder sowas ist, sowas, aber einfach so. Komm schon, ja. Diesen Anspruch braucht man nicht haben. Nee, genau. Aber vielleicht hört jemand zu und denkt sich so, warum ist denn der gegen Frieden, der Typ? Was hat denn der für ein Problem mit Frieden? Ja, weil ich halt gegen Frieden polemisiere. So, keine Ahnung. Kann ein guter Start sein, aber, und das ist halt der Appell an uns alle hier, also mit uns meine ich jetzt alle, die sich als politische Akteure verstehen, und das tust du ja auch, es erspart uns nicht die Arbeit, auf diese Menschen zuzugehen, sie in Gespräche zu verwickeln, mit ihnen Begriffe zu klären und sie mit ihnen darüber zu reden, warum, da ist dann wieder Punkrock, warum ich mit diesem bestehenden System niemals Frieden schließen werde. Das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Ich würde fast nur noch kurz anbringen. Wir waren am Ende, letztes Wochenende waren wir in Cottbus. Da war ich war neidisch. Ja, ich hatte den Flyer geschickt. Wir waren bei Chefdenker, war Headliner. Vorher war Bockwurstbude aus Frankfurt-Oder. Und
Bockwurstbude ist auch geil. Du, nein. Gibt's geile Band? Die habe ich schon vor 20 Jahren gesehen. Bockwurstbude ist eine geile Band. Und ja, das klingt jetzt eher so, wie es halt am Ende auch war. Es ist eher so Saufpunk, so Funpunk. Es ist kein super politischer Punk so. Aber also dieser Spirit, den ich da spüre, wenn ich da 3 Stunden lang Pogo tanze mit den anderen besoffenen Punkern. So. Und ich merke da einfach was. Und das... Man kann das nicht irgendwie anderen Leuten erklären, die noch nie in einem Pogo waren bei einem Punk-Konzert. Man kann das nicht so richtig, aber ich merke da was, ich spüre da was. Ja, so, weißt du, was du spürst? Du spürst eine kurze Pause von all dem Scheiß, der dich umgibt. Du bist einen kurzen Moment, ob das authentisch ist oder ob das, keine Ahnung, aber du bist im kurzen Moment ganz bei dir und in deinem Genuss drinnen. Und es ist ein super intensives Erleben, weil Pogo ist halt auch super physisch. Du hast einen in der Krone, die Musik ist laut. Mhm. Hey, das ist doch genau das, warum ich da auch hingehe. Aber ich würde nicht mal sagen, bei mir. Also ich würde... Nein, das meine ich. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Also ja. Hier sind Leute, die hassen Bullen, die hassen Nazis, die hassen den Staat. Das ist nicht ausdefiniertes, auskonjugiertes, politisches Programm oder so. Nein, aber da sind Leute... Die haben das Rebellentum in sich drin. So, das ist nicht irgendwie groß ausgearbeitet, aber da ist was da. Und ich finde, das sollte man nie irgendwie so trennen oder so. Also ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache, dass einfach, ja, diesen Spirit, der ist mir halt sehr wichtig. Also wie gesagt, wenn ich so auf einem Punk, Pogo tanze, auf irgendeinem Punk-Konzert, so nächsten Morgen, ja, irgendwie, Leute, wir haben uns connected, so, wir haben irgendwie was, so, weißt du? Und da entsteht jetzt kein Marx-Lesekreis draus, so, aber da kann irgendwie was draus entstehen. Dann steht erstmal so dieser Grundgedanke, hier läuft was falsch. So, irgendwie, erstmal entsteht ein Wir. Ja. Und mit diesem Wir kannst du arbeiten, weil die Menschen dir in diesem Wir vertrauen. Das ist auch legitim. Aber es kann halt auch jetzt, also sorry, dass ich jetzt ein bisschen Partybuber bin, aber es kann halt auch wirklich sein, dass du mit deinen Kumpels dich kloppen gehst auf ein Punkkonzert und das ist jetzt kein unrealistisches Beispiel. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht auf eine negative Note enden, aber es ist gerade so ein bisschen so. Und du machst dir deinen Pali um und der Dude, mit dem du gerade im Pogo warst, sagt, hast du was gegen Juden? Sorry, es ist kein unrealistisches Szenario. Also ich überlege gerade, wie es war. Nee, ich bin am Ende, habe mein Palituch umgemacht, meine Kuffier, und hatte keine Probleme. Okay. Mit Kuffier rausgegangen aus dem Laden, war alles gut. Fällen auf. Nein, aber das ist halt das, für mich ist ein Punkkonzert, ist dieses Wir in einem Punkkonzert mein schönstes Erlebnis. Vielleicht ist das die Anekdote wirklich ein schönes Schluss, weil wir waren auf einem, ich habe vergessen, wie das Festival hieß. Das ist so eins, was in mehreren Locations in Berlin ist, ein Punk-Festival. Nicht Resist. Nee, das ist manchmal ein bisschen im Esso, ein bisschen woanders. Ach so. Ich habe es vergessen. Jedenfalls, die Eröffnungsband waren die von mir über alle Maßen gefeierten Halshook aus Dänemark. Deren ersten beiden Alben, wirklich, They Make Black Metal Cower in 4. Und also richtig brutal. Richtig, also sowas von schlecht gelaunt. Und ich wusste von dem zweiten Album, wenn die ersten Takte, wenn das erste Riff kommt, in dem Moment, ich muss mich kloppen. Mhm. Es gibt kein Zurück. Und wir sind auf das Konzert gegangen und es waren ganz viel so Post-Punk-Leute da. Und ich dachte mir schon so, boah, die sich hauen wollen? Ich glaube mal nicht. Und als dann aber Halshook auf die Bühne kam, dann hat sich relativ schnell, und das fand ich total cool, weil das total selbst organisiert und ohne Absprache war, es haben sich so 7, 8 Leute in der Mitte im Esso getroffen und die haben sich so auch, man hat sich so gar nichts, ich wusste so, wir haben schon Bock. Und die anderen haben einfach so einen ganz coolen Kreis um uns gebildet, so mit ein bisschen Abstand, aber so richtig auch so uns unseren Raum gelassen. So. Wir haben uns so die Kante gegeben. Hinterher hat ein Typ mit einer gebrochenen Nase mich umarmt und gesagt, ey, danke für den Pogoman, ich hab's so dringend gebraucht. Und hat mir noch das Hemd vollgesifft. Das heißt also, es sind für mich wirklich so fast religiöse Momente. Ich bin da ganz bei dir. Und diese Momente kann man theoretisch vielleicht auch sogar für Agitation nutzen. Aber am Ende des Tages ist es meine Pause von meinem bürgerlichen Dasein. Und vielleicht ist das eine gemeinsame Pause vom bürgerlichen Dasein in dem Moment. Ja? Weil
bürgerliche Gesellschaft sagt jetzt nicht, geh auf ein Punk-Konzert, trink 8 Bier und dann bricht dir die Nase, ja. Musst ja am nächsten Tag arbeiten. Aber und das ist, mir tut das ein bisschen weh, weil ich möchte gerade sagen, mehr nicht. Aber auf der anderen Seite ist es für mich unendlich viel. Verstehst du, was ich sagen möchte? Ich weiß, was du meinst, ja. Aber es ist halt... Also in dem Moment ist es gerade die Welt einfach so. Ja, was da und das passiert. Ist auch okay, dass es die Welt ist in dem Moment. Aber meine politische Arbeit ist halt hier, an diesem Schreibtisch. Ja. Und nicht auf dem Konzert. Ja. Verstehe ich. Aber wir können uns darauf einigen, die gibt uns Kraft. Das absolut. Ich möchte es nicht missen. Und ich möchte auf keinen Fall eine Welt ohne. Okay. Und wenn es in einer nicht kapitalistisch organisierten Gesellschaft keinen Punkrock mehr gibt, vielleicht brauchen wir ihn dann auch nicht mehr, aber ich werde ihn vermissen. Ich werde es eh nicht erleben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Cheers. Bis einschalten. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.